Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zur Let's Play Skyrim The Elder Scrolls 5 mit der Lydia hier. Ja, immer noch auf der Suche nach dem Horn des Jürgen Windrufer. Wir haben einen Drachenschrei beim letzten Mal abgestaubt. Wir sind hier in der unterirdischen Höhle Ustengraf, ne? Und haben hier ein kleines Rätsel vor uns und werden jetzt den Wirbelwind-Sprintschrei einsetzen. Hoffentlich zumindest, um dieses Rätsel zu lösen. Ha, das sieht doch gut aus. Genau, wunderbar, hat funktioniert. Ach, kaum sind wir durch, geht's auf und die Lydia kann auch durch, oder was? Schau an. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, wir haben den Mechanismus geknackt. Na gut, jetzt bleibt's halt offen, warum nicht? Wir schauen weiter. Seine Bogen wieder in die Hand nehmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Du hast nie ein gutes Gefühl, Lydia. Oh, mumifizierte Leiche. Okay, schön, Dietrich. Vorsicht. Das stinkt doch. Oh, oh Gott. Ja, genau. Feuer, ne? Was habe ich mich beim letzten Mal verjagt? Wie kann ich, wo kann ich hier durchlaufen, ohne dass ich mich verbrenne? Wahrscheinlich nirgends. Irgendwo. Gibt's hier irgendwo den... Seht ihr her aufzuschieben, Mensch. Hä? Ach, du verbrennst dich gar nicht, oder was? Hallo? Ah. Okay, also nicht jede dieser Platten speit Feuer. Interessant. Es gibt offenbar einen sicheren Weg. Moment. Verstehe ich nicht. Komisches Rätsel. Es geht hier noch weiter. Das geht hier noch weiter. Überall sind hier diese komischen Platten. Oh Gott. Ah ja. Okay, da können wir auch hin. Da sollten wir möglichst nicht hin. Da können wir hin. Und hier vermutlich auch. Genau. Lydia, kommst du? Auf geht's. Ja, ich habe keinen Bock, mich hier ankugeln zu lassen. Oh, scheiße, da hinten sind Spinnen. Widerliche Viecher. Jawohl. Sehr gut. Bäh. Hinfort mit euch, ihr Deppen. Diese dummen Fallen, Mensch. Oh, die Lydia ist schon wieder feuerfest, so wie es aussieht. Oh. Okay. Hier können wir entlang. Da auch. Das sollten wir nicht. Das ist jetzt ein bisschen Try and Error. Ich weiß, sorry Freunde, aber ich habe einfach keinen Bock hier mehr meine Pelzfüße ankokeln zu lassen. Ne? Das ist hoffentlich verständlich. Ach, schau an. Bis Gott. Na, schön, dass du dich hier blicken lässt. Genau, wieder bis eines los. Lydia, sie ist wieder die unsterbliche Lydia. Sie ist immer so tapfer. Ach, das, na gut, das ist ja auch unser Huskarl, ne? Muss er ja tapfer sein. Gift, Gift. Mumifizierte Leiche. Das sind dann so diese Eibeutel. Genau, stimmt, Spinnenei. Auch Alchemiezutaten. Kann man auch gebrauchen. Wie weit ist es denn noch, Mensch?
Jetzt muss ich gerade irgendwie an das Ödsturz-Hügelgrab denken, ne? Da hatten wir das ja auch. Überall dreckige Spinnen. So. Eine Türe, okay. Oh. Ich kann sogar die Tür anzünden. Interessant, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Schau an. Vorsichtig weiter. Das ist zu einfach, Leute. Das ist zu einfach. Das ist zu leicht. Irgendwas stimmt hier nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Naja, willkommen im Club. Oh. Ah ja. Mhm. Oh. Oh. Was passiert hier? Die haben auf uns reagiert, ne? Ich habe ja nichts ausgelöst oder sowas. Ne, ich bin bloß in die Nähe gekommen. Reagieren auch die auf das Drachenblut, so wie die Steine zu Beginn? Kein Gegner. Was zur Hölle ist das? Rätselhafte Notiz. Gescheitert. Bringe das Horn von Jürgen Windruf in deinen Besitz. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthof Schlafender Riese in Flusswald. Und ich werde euch treffen. Ein Freund. Okay. Das Horn ist nicht da. Interessant. Schön. Wir kommen zu spät. Es war vor uns schon jemand. Vor uns war schon jemand hier, wollte ich sagen. Genau. Na super. Das erklärt auch, warum hier die ganzen Viecher schon tot sind. Warum hier niemand auf uns wartet. Kein Empfangskomitee. Na gut, wir haben den Drachenschrei abgestaubt, immerhin. Und wir wissen, dass noch jemand hier auf der Suche ist. Halt, jetzt habe ich das blöde Ding mitgenommen. Ne? Blöde Waffe. Kannst du behalten. Ruhe in Frieden. Verdammte Axt. Okay. Wir sind zu spät. Nach Flusswald führt uns der Weg. Da waren wir schon lange nicht mehr. Oh, ein Schatz. Jawohl. Dankeschön. Das ist ja ganz nett. Ne? Nimm mal halt so als kleine Entschädigung noch einen Schatz mit. Und diesen ganzen irdischen Glamour natürlich auch. Ja, mach die Kiste auf hier. Gold. Heldenmut. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und hält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Okay, Ausdauer. Heilskette der Feuerriese, jawohl. Eisenstiefel, nö. Silberring, ja. Stahlpfeil, ja. Ja, dieses ganze Klimpergeld, ne? Nehmen wir natürlich mit. Sehr logisch. Bevor es hier verschimmelt, nehmen wir das an uns. Okay. Na schön. Moment, die blöde Halskette können wir gleich mal anlegen eigentlich, gell? Jawohl. Feuerriese, 15%. Doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Nach Flusswald führt uns der Weg zurück. In den Gasthof. Wir waren schon drin, wenn ihr euch erinnert. Ne? Damals, als wir Sven den Barden verarscht haben. Der gute Sven, ja, ja. Okay, Lydia ist noch da. Bin gespannt, wo wir hier rauskommen.
Ah ja, schau an. Okay. Interessant. Ja, das haben wir ja alles schon geplündert, ne? Naja, immer diese lustigen Geheimgänge. Oh Gott, hier ging's lang, gell? Ja, überall die Leichen pflastern den Weg. Okay. So, allzu weit müsste es eigentlich gar nicht mehr sein. Ja, stimmt. Da sind wir schon draußen. Okay, prima. Wir haben erfolgreich wieder rausgefunden. Wie schön. Gott sei Dank. Hinaus. Ab nach Himmelsrand. So, Tageslicht. Ach, wie schön. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Die ganze Nacht waren wir jetzt da drin. Echt? Ernsthaft? Wow. Krass. Die Welt hat uns wieder. Juhu. Na schön. Okay, schauen wir uns mal auf die Karte. Die Weltkarte, bitte. Ach, na, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Entschuldigung. Entfernen. Wir sind ein gutes Stück weg. Hier ist Weißlauf. Hier ist Flusswald. Oh mein Gott. Da laufen wir ein Stück, glaube ich. Da ist Dämmerstern. Das ist schon weit zu laufen, finde ich. In Einsamkeit wäre eine Kutsche. Das ist aber auch noch ein gutes Stück, ne? In Mortal war, meine ich, keine Kutsche. Ich kann mich zumindest an keine erinnern. Ja, komm dann. Düsen wir nach Einsamkeit. Die Stadt der Kaiserlichen. In die Richtung. Na schön. Da oben ist es auch schon, genau. In der Ferne sieht man Einsamkeit. Ich weiß, Katzen und Wasser, ne? Bäh, nee. Ist nicht. Wollen wir nicht, wir laufen ein bisschen außenrum, ne? Zu sehr wollen wir den Kater natürlich nicht quälen. Oh, Todesglockenblume, jawohl. Was ist das? Eine Hütte, okay. Hep. Ja, die Hütte schauen wir uns noch an. Da unseren bepelzten Freund, ne, der nicht einmal Reis ausnimmt. Doch, jetzt aber schon offenbar. Ein kleines bisschen wäre mal nass. Genau. Nasses Pfötchen. Lydia ist da, okay. Verlassene Hütte entdeckt. Schlüssel erforderlich, okay. Heißt eine Questhütte offenbar. Keine normale. Ja, ich will nicht durchs Wasser latschen unbedingt, ne? Mit unserem Katerchen. Da, über die Eisschollen, da müsste es funktionieren. Da ein kleines bisschen halt, aber gut, das lässt sich nicht vermeiden. Oh, ein Feind. Oh, ja, Spinnen. Spinnen sind Feinde, ja? Wisst ihr was? Wir nehmen hier mal unsere Feuermagie, ne? Die nutzen wir eigentlich viel zu wenig, unsere Magie. Klar, ich meine, die seltensten Katzen können Magie, aber unser Kater kann das. So ein Glück. Ja, wo sind sie, die Deppen? Hm? Haben sie gemerkt? Hier kommt der feurige Kater. Wer ist das? Das ist kein feuriger Kater. Wer bist du? Befallener Flüchtling. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Ja, du siehst irgendwie krank aus, ja? Deine Haut. Ich bin einer der Befallenen.
Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Wohin geht ihr? Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Na dann, gute Besserung, ne? Finde Cash im Schrein von Perite. Oh Gott. Die nächste Quest, naja, mei. Wenn es denn sein muss. Sind wir bald da, Mensch. Das ist ja ewig noch, oder was? Gibt's hier keine vernünftige Straße nach Einsamkeit? Oh. Großes Schiff da unten. Interessant. Sieht so ein bisschen nach dem Hafen aus, ne? Ach Gott. Muss ich da hoch oder... Oh, bäh. Sag nicht, dass ich da hochlatschen muss. Komme ich ja gar nicht hoch hier. Oh Mann. Ich will nicht durchs Wasser. Ich will das nicht... Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, fürchte ich, wenn ich nochmal auf die Map schaue. Ja, ich bin hier. Ich komme ja nicht irgendwie. Es geht nicht, ne? Ich komme ja nicht hoch. Ich muss da rüber irgendwie. Ja. Epp. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein kleines Lager. Gestohlene Schatten, Taschendiebstahl verbessert. Sehr schön. Cool. Ein kleines Lager. Das hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Mehr doch Zufall. Drüber gestolpert. Und Schmetterling. Meins. Körnirnwurz, da ist es auch schon. Oder zweite Schmetterling. Meins. Kein Schmetterling ist vor mir sicher. Da ist eine Krabbe da drüben. Ja komm, dann muss ich jetzt hier leider wieder... Genau, ins Wasser. Ja, ich fürchte, ich muss da rüber schwimmen. Auch wenn es mir überhaupt nicht passt. Auch wenn ich gar keine Lust auf sowas habe. Hallo, jetzt kann ich hier wieder nicht hoch. Was soll denn das? Überall diese lustigen Schmetterlinge, Mensch. Euch gibt es heute gratis oder was? Im Angebot. Ja, es wird nicht besser, gell? Nee. Hier muss es doch irgendwo eine Überquerung geben, ohne dass ich hier meinen Pelz nass machen muss. Gibt's doch gar nicht. Gibt's. Hat ja kein Mensch eine Brücke gebaut. Was ist das hier? Jawohl, Pilze. Okay, nehmen wir auch mit. Ja, das ist lächerlich, ne? Ja gut, dann muss ich leider. Der arme Kater, das ganze Fell wird nass. So. Wo ist die Lydia? Ist die auch geschwommen? Ja, die Lydia schwimmt auch, sehr gut. Ich hoffe, die Lydia kann so lange den Atem anhalten. Die ist jetzt schon lange untergetaucht. Oh oh. Ich gehe mal weiter in der Hoffnung, dass sie... Oh! Ja, sowas. Was ist denn hier los? Riesenvogelschwarm. Die Lydia taucht nicht mehr auf. Ich vertraue einfach mal auf den Wegfindungstrieb der Lydia, dass die das weiß. Was haben wir hier? Deja. Ihr da, redet mit Eierbrüdern.
Deja hat keine Worte für euch. Ah ja, danke. Ah, da ist eine Wache, okay. Was haben wir hier? Warenhaus? Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Hm? Entschuldigt, ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. Ja, allerdings. Wo zur Hölle... Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Nee, habe ich nicht. Wo zur Hölle ist die Lydia, Mensch? Das macht mich ganz nervös, wenn ihr ständig diese blöden Schatten der Vögel hier... Auf dem Boden sind da manche immer. Jetzt kommt dann gleich ein Drache. Da ist sie, Lydia. Mensch, Gott sei Dank. Hast du noch hergefunden, ne? Oh. Oh, genau. Na, ist der außenrum irgendwie gelaufen. Sehr schön. Also, Lydia ist bei uns. Ja, und hier ist Einsamkeit. Da bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Aber wir wollen ja eigentlich bloß die Kutsche, ne? Wir wollen ja eigentlich bloß die Kutsche nach Flusswald. Oder Lydia, wollen wir sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, gell? Eigentlich wollen wir bloß die Kutsche. Na gut. Irgendwo hier wird eine Kutsche sein, da bin ich mir sehr sicher. Genau, da oben sind schon mal Ställe. Wo ein Stall ist, ist eine Kutsche nicht weit. Schätzungsweise Katlas Hof entdeckt. Wow. Das sieht ja hübsch aus hier. Na? Ich kümmere mich um die Pferde, um die Ziegen, um die Hühner und den Garten. Du bist ja sehr fleißig. Blaze. Mhm. Servus. Wer bist du? Geht es um die Stelle? Mein Mann Gaimund führt das Geschäft. Gut. Bist du der Gaimund? Ich kann schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen. Das ist mein Motto. Ja, sowas. Was kostet so ein Pferd bei dir? Genau das ist mein Geschäft. Was bietet ihr mir? Nix. Was, 1000 Goldstücke? Bist du verrückt? Nix gibt's. Gehen hat noch keinem geschadet. Wenn ihr eure Meinung ändert, bin ich hier. Ja, ja. Du hast ja doch unverschämtere Preise als dieser komische Vogt, ne? Der Aveniki. So was. Okay, hier, da ist eine Kutsche, jawohl. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Was, Vampirjäger? Dämmerwacht? Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Bei Rifton. Moment, Rifton ist doch Südosten, meine ich. Genau, hier ist Rifton. Was ist das? Ist das die Dämmerwacht oder was? Was kann ich gar nicht. Ja, Dämmerwacht. Ah ja. Ja, ein bisschen weit weg vielleicht. Ein bisschen weit, ja, mein Gott, schau mal. Wobei, wir waren schon recht nah an Rifton, ne? Dunkelwasserkreuzung hier, Weinbrecherhöhle, Zaretihof. Ja, ja, auf unserem Weg nach Iverstadt. Lange ist es her, gefühlt eine Ewigkeit. Rorikstadt, hier ist Markart, genau. Da unten ist Falkenring, sollten wir ja auch noch hin für den Jarl. Dämmerstern, Winterfeste. Da ist die Akademie der Magier. Und hier in Windhelm ist der Jarl Ulfric Sturmmantel. Ne? Der hat doch, glaube ich, den Chef von Einsamkeit, den Jarl von Einsamkeit, der auch, meine ich, der Anführer der Nordor, irgendwie mit einem Drachenschrei getötet. Irgendwie so. So, ja, und mit dieser Kutsche wird's losgehen. Beim nächsten Mal allerdings, denn an dieser Stelle sind wir durch mit der heutigen Folge. Wir fahren beim nächsten Mal nach Flusswald und schauen uns das mal an, was uns erwartet in diesem schlafenden Riesen. Ja, wir sagen wie immer vielen Dank fürs Dabeisein, die Lydia und ich, und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.